Hi, ich bin Tim von Basics. Beim Indoor Cycling ist ein Ventilator eigentlich nur schwer wegzudenken. Er simuliert den eigentlichen Fahrtwind und kühlt dadurch euren Körper ab. Aber wie laut sind Ventilatoren und welcher Ventilator passt vielleicht zu dir? In diesem Video schauen wir uns die Ventilatoren von Wahoo, Elite und Sichler etwas genauer an. Wir haben für euch einmal hier den Wahoo Kicker Headwind, den Elite Aria, die Sichler Windmaschine und den Sichler Wandventilator. Der Sichler Wandventilator ist auf jeden Fall klein und einfach zu bedienen. Er hat drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die ihr hier hinten einstellen könnt. Die maximale Windgeschwindigkeit liegt bei 17 km/h und der Sichler Wandventilator hat verschiedene Neigungswinkel. Die Sichler Windmaschine ist ein bisschen größer als der Wandventilator, hat aber auch drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Außerdem noch eine Fernbedienung und eine Timerfunktion. Die maximale Windgeschwindigkeit liegt bei 16 km/h, wobei hier aber der Volumenstrom aufgrund der Größe mehr ist. Auch die Windmaschine von Sichler hat verschiedene Neigungsstufen. Hier haben wir den Wahoo Kicker Headwind. Das Design ähnelt nicht einem typischen Ventilator, weil der Wahoo Kicker Headwind auch einfach mehr kann. Er hat vier verschiedene Windstufen und eine maximale Windgeschwindigkeit von bis zu 48 km/h. Weitere Features sind, dass der Wahoo Kicker Headwind den Windstrom auf eure Herzfrequenz oder Geschwindigkeit anpassen kann, wenn ihr diesen mit euren Sensoren verbunden habt. Zuletzt haben wir noch den Elite Aria. Auch hier sticht das Design sofort ins Auge. Der Elite Aria hat vier verschiedene Windstufen und eine maximale Windgeschwindigkeit bis zu 50 km/h und 10 verschiedene Neigungsstufen. Der Elite Aria ist wie auch der Wahoo Kicker Headwind ein smarter Ventilator, denn er kann die Windgeschwindigkeit aufgrund eurer Herzfrequenz und Geschwindigkeit anpassen. Hinzu kommt beim Aria noch, dass er auch die Windgeschwindigkeit aufgrund eurer Power oder auch Temperatur anpassen kann, wenn ihr die gegebenen Sensoren mit dem Gerät verbunden habt. Ein weiteres cooles Feature sind die beiden Aktivkohlefilter, die die verbrauchte Luft filtern und Trainingsgerüche neutralisieren. Jetzt haben wir uns die Ventilatoren ein bisschen genauer angeschaut. Ich würde sagen, schauen wir noch mal, wie laut diese auch in Aktion sind. Abschließend muss gesagt werden, dass die Sichler-Ventilatoren schon leiser sind und auch ihre Arbeit machen, aber nicht so viel bieten können wie zum Beispiel der Headwind oder auch der Aria. Diese beiden Geräte unterstützen dein Indoor-Training auf einem hohen Niveau und passen perfekt zu deinem Wahoo oder auch Elite-Setup. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal.